Die ganze Welt ist digital, warum meine Modellbahn nicht? Das ist das einzige Thema, was wir heute behandeln, liebe Zuschauer. Damit herzlich willkommen bei der Technikwelt hier bei uns im Studio. Wir wollen Ihnen alles zeigen, was mit Digitalisierung zusammenhängt, ja, und wie es anfängt oder wie man es anfängt, eine Lok zu digitalisieren, auch eine Uralt-Lok. Neben mir sitzt unser X-Train 24-Experte Norbert Suchmüller, und der wird Ihnen, liebe Zuschauer, natürlich alles zeigen, wie es gehen kann. Eine Bemerkung noch vorab: Sie dürfen natürlich auch zu unserer Sendereihe Fragen stellen, das heißt also per E-Mail uns was schicken, aber ich bitte auch darum, eigentlich nur das Thema, was wir hier behandeln. Wir arbeiten hier mit bestimmten Produkten, die wir uns vorher ausgesucht haben, dazu wird Norbert gleich noch was sagen. Für Fremdfabrikate, wie sie miteinander spielen, werden wir vielleicht nicht so beantworten können, wie sie es vielleicht von uns erwarten. Aber das, was wir hier machen, ist grundprinzipiell eigentlich, sollte mit allen Dingen funktionieren. Funktioniert ja eigentlich mit allen Dingen. So, lieber Norbert, jetzt geht's los. Mit was fangen wir denn eigentlich an, die Leute zu begeistern? Ich könnte mir vorstellen, ich habe zu Hause eine alte Analoganlage, so eine wunderschöne alte Fleischmann-Lok. Ich zeige sie Ihnen mal. Die ist wirklich, welches Baujahr ist die? 70er Jahre. Die habe ich schon mindestens 30 Jahre, schätze ich. Ja? Also die hat mindestens 30 Jahre auf dem Buckel, und das kennen Sie auch, liebe Modellbahnfreunde, solche Loks haben wir alle noch rumstehen. Und auch diese Lok lässt sich digitalisieren, und wie das geht, zeigt jetzt Norbert. Wir werden jetzt als erstes, wichtig ist eigentlich immer, dass man sich vorher die Bedienungsanleitung anschaut und wie man eine Lok auseinander nimmt, weil bei den alten Sachen ist es immer unterschiedlich, wie man sie auseinanderkriegt. Deswegen ist es immer sinnvoll, vorher immer die Bedienungsanleitung sich anzuschauen. So, dann nehmen wir diese hier mal raus. Bei der Fleischmann-Lok, bei dieser alten, ist in der Mitte einmal eine zentrale Schraube, die wir rausschrauben und dann mit einem kräftigen Ruck dann die vorne auseinanderziehen, sodass wir dann das Gehäuse dann entsprechend abhaben. Ich habe jetzt bei der Lok schon mal ein bisschen was vorbereitet. Ich habe inzwischen erstmal schon hier diese zwei Leitungen für die Stromabnahme abgelötet, sodass wir jetzt an dem Motorschild entsprechende Modifikationen machen können. Dazu kann man hier bei der Lok wunderbar das hier seitlich reindrücken und hat dann das gesamte Drehgestell dann draußen. Das geht ja einfach. Ja. Bei dieser Lok müssen wir an dem Motorschild entsprechende Modifikationen machen. Das heißt, hier kommt ein relativ langer Schnitt rein. Das heißt, die Fläche, diese Massefläche, wird von dem Motor getrennt. Das gleiche muss nochmal hier zwischen gemacht werden, von hier oben nach hier unten, sodass wirklich die Kohle vollkommen separat ist. Das sind die einzigen beiden Schnitte, die zumindest bei diesem Motor, Motorschild gemacht werden müssen. Frage wäre jetzt, Norbert, also wenn ich jetzt Zuschauer wäre, würde ich jetzt fragen, muss ich das Teil hier abbauen oder kann ich das im zusammengebauten Zustand trennen? Man kann es im zusammengebauten Zustand trennen, aber sinnvoll ist es auf alle Fälle, die beiden Schrauben zu lösen, das Motorschild abzunehmen und das dann, weil man muss auch die Kohlen rausnehmen, das macht sich also auf alle Fälle an dieser Stelle, wenn ich hier zwischenschneiden muss, auf alle Fälle besser, wenn man das ganze Motorschild abbaut. Also wäre es einfacher. Ist einfacher. Okay, gut. Aber das sollte man hinkriegen, das sollte ein Laie schaffen. Das schafft ein Laie. So, wenn man diese Trennstellen jetzt drin hat, dann fangen wir eigentlich an mit der Verkabelung des Motorschildes bzw. eventuell mit einer entsprechenden Adapterplatine. Für die Verkabelung gibt es entsprechende Decoderlitzen. Zum Beispiel in dem Fall habe ich hier von der Firma Brava entsprechend verschiedene Farben. Zeigen wir Ihnen gleich mal, liebe Zuschauer. Dazu muss man jetzt sagen, das ist genormt. Ja? Man findet ja bei den Bedienungsanleitungen immer diese Schaltzeichnung. Wir haben sogar eine hier.
Da ist es auch beschrieben? Da ist es auch beschrieben in dem Chaos. Wo ist da, es? Hier. Da. So. Wir nehmen ja ESO-Produkte, was die Decoder betrifft. Das sind also die Produkte, die eigentlich funktionieren und auch finanziell, sagen also wir nicht so ins... Also das Preis-Leistungs-Verhältnis von diesen Decodern ist sehr gut. So, und dann zeigen wir Ihnen das mal jetzt hier anhand dieser Grafik. Da sind also so Schaltzeichnungen. Da sehen Sie hier diese einzelnen Litzen, die also einzelne Farben haben. Und das heißt, hat man deswegen genommen, dass nichts vertauscht wird und nicht zum Schluss die Lok raucht, wenn sie losfährt. Nicht, dass man aus Versehen den Motor oder irgendwas anderes mit irgendeiner anderen Funktion einfach belegt, nicht, dass der Decoder kaputt geht. Ja, so ist das gemeint. Das ist die einfache Erklärung dazu. Die gibt es natürlich in vielen, vielen anderen Farben, die natürlich, natürlich auch im Shop vorhanden sind. Sie sehen es also, ich tue es einfach mal jetzt hier so herschmeißen. Das sind so jetzt die gängigen Normfarben. Das Rot hat, nee, das ist noch so orange, ist das oder ist ein anderes Rot? Das ist ein Rot, das ist ein bisschen anders, die Farbe. Ein bisschen anders. So, das sind jetzt diese gängigen Farben, die man zum Verkabeln nutzen sollte. Ja. Und das werden wir dann auch noch sehen, wenn wir dann einen alten Decoder verlöten. Das ist ganz wichtig, Zuschauer, das ist die erste Grundregel, die Sie lernen sollten. Nehmen Sie nie andere Farben oder bestenfalls eine Farbe, das wäre doof. So. Okay, das dazu. Räumen das mal weg. Und jetzt geht's weiter. Was brauchst du jetzt von mir? Ich helfe jetzt dir. Jetzt brauche ich nochmal das Unterteil von der Lok. Bitte. Danke. So, wir haben jetzt die Möglichkeit, hier eine entsprechende Adapterplatine für einen Decoder aufzukleben. Da gibt es auch entsprechend von der Firma ESO entsprechend verschiedene Varianten. In dem Fall habe ich jetzt eine MTC21 Adapterplatine. Das ist die? Das ist diese. So, wir zeigen das mal rein. So, das ist auch nicht. So, das wird also im Zubehör geliefert. Die Artikelnummer ist sogar drauf. Aufmachen, rausnehmen. Robert, ich helfe dir ein bisschen. Ich muss ja auch was machen für mein Geld, ne? So, ja. Hier ist die Adapterplatine. Wir legen sie doch mal schnell hin. So. So, von der Seite wird nachher dann entsprechend der Decoder aufgesteckt und an diesen entsprechenden Goldkontakten werden an bestimmten Punkten jetzt die entsprechenden Leitungen für Licht, Sound, Motor, Stromabnahme entsprechend angelötet. Da wir ein bisschen Zeit sparen, habe ich schon mal eine Platine entsprechend schon mal vorbereitet. Wie immer, wie im Kochstudio, wir haben da schon mal was vorbereitet. Es muss ja auch schneller gehen. Ich meine, wie das angelötet wird, kann sich jeder lebendig vorstellen. Ich reiche sie dir mal. Danke. So. So sieht es jetzt entsprechend aus, wenn man jetzt die entsprechenden Farben, schwarz und rot für die Stromabnahme, orange und grau für den Motoranschluss, blau ist entsprechend dann der gemeinsame für die Beleuchtung, weiß ist die Beleuchtung vorne und gelb ist dann entsprechend die Beleuchtung hinten. Wenn ich das jetzt angelötet habe, ich meine, das ist ja sicherlich eine kleine Sisyphus-Arbeit, dann muss ich das ja erst, bevor ich es einbaue, sicherlich auch noch austesten, oder? Dass das richtig angelötet wird. Kann man das austesten? Das kann man jetzt nicht austesten. Man muss einfach anhand der Beschreibung, wo die Punkte entsprechend jetzt angegeben sind, welche Farbe woran muss, sollte man eigentlich das Vertrauen haben, also Gott, dass Vertrauen, das auch stimmt. Dass das funktioniert, dass das stimmt. Okay, also bis hierhin erstmal alles Blindflug. Wir müssen das so machen, wie es beschrieben steht. Und dann geht es irgendwie weiter. So. Wir haben jetzt hier ein bisschen doppelseitiges Klebeband, was wir brauchen. Ja, das haben wir jetzt nicht vorbereitet, liebe Zuschauer. Nee. Irgendwas ist ja immer. So, wir haben es. So. 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 Kleben uns jetzt mal hier so ein die eine Seite drauf. Stück drauf. Mhm. So. Und dann brauchen wir noch die Gegenseite abziehen. Ja. Zack. So. Wunderbar. Und jetzt werden wir entsprechend dann hier jetzt unsere Adapterplatine
Und das hält. Aufkleben. Und es hält. Okay. Das ist schon der Schritt 1. Das ist der erste Schritt. Jetzt kommt der Schritt 2. Jetzt müssen wir flöten. Jetzt müssen wir löten. Und zwar entsprechend die einzelnen Adern, entsprechend an die entsprechenden Punkte von dem entsprechenden an dem Motorschild, beziehungsweise von der Stromabnahme. Also, hier kommen jetzt nur die Kabel von der Stromabnahme dran, oder? Da kommt jetzt nur der Motoranschluss rein, orange und grau, mhm, und schwarz und rot von der Stromabnahme von den, okay, von den Rädern. Super. Nur hast du gesagt. Erstmal. So. Jetzt machen wir das erstmal nochmal hier. Achso, für die Beleuchtung bei den alten Fleischmann-Loks ist hier unten, die sind ja zwei Birnchen drin. Diese werden im Analogbetrieb über zwei Dioden gesteuert. Das heißt also, dass entweder nur die positive oder die negative Spannung durch kann. Das heißt, diese beiden Plättchen, Diodenplättchen, die müssen wir ausbauen, weil durch die Digitaltechnik können wir sie nicht mehr verwenden. Das heißt, kann man da jetzt LEDs einbauen dafür? Nee, man, die Lämpchen können drinnen bleiben. Und die leuchten auch? Die leuchten dann auch. Okay. So. Super. Jetzt müssen wir hier die beiden... Nur was für ruhige Hände, ne? Ja. Das brauchen wir nicht. Das ist mal ein Schraubenzieher, dass wir die vielleicht hochgebogen kriegen. Genau. Mhm. Also bis jetzt ist es ja noch eine relativ einfache Geschichte. Und man muss halt nur aufpassen, wenn man es dann zusammensetzt, dass es wieder stimmt. So. Das ist dieses kleine Plättchen, muss raus. Plättchen, das muss raus. Okay. Das ist... So, und jetzt kommt wieder... Dann wird das wieder rein? Dann kommt das hier wieder rein. Okay. Dann wird wieder zurückgebogen und das war die ganze Kunst. Ja. Okay. So. So. Das müssen wir jetzt mit dem anderen auch nochmal machen. Zack, da ist es. Da ist es schon. So. So. Und jetzt können wir diese Sache wieder... Man könnte glauben, du hast das schon öfters gemacht. eigentlich nicht. Okay. Naja, es ging noch relativ schnell. Ja. Und jetzt kommt hier die... Hier dann die Führung einsetzen und dann... Schraube dran. Schraube ran und dann. Da sitzt der drüben. Da ist richtig, ja. So, jetzt so, ist er drin. Erstaunlich, so, dass es eben auch Möglichkeiten gibt und dass die Zubehörhersteller sich darüber Gedanken gemacht haben, dass man auch solche uralten Loks sozusagen digitalisieren kann. Man muss sie ja nicht wegwerfen. Ne? Nein. Also man kann eigentlich sagen wir, 95% der alten Loks kann man digitalisieren. Okay. Bei einigen wird es ein bisschen schwierig, weil dann eventuell die Beschwerungen oder die Metallteile zu groß sind, dass ein Decoder rein kann, dann ist dann natürlich eine mechanische Bearbeitung eigentlich noch notwendig, dass man bestimmte Sachen dann wegfräst oder so, dass man dann entsprechend auch einen Decoder dann da unterkriegt. Also rein theoretisch, neben der Digitalisierung, kann ich die Lok auch mit Sound versehen, wenn Platz wäre. Wenn Platz ist, dann kann man die auch entsprechend mit Sound versehen sogar. So, ja, super. Wir müssen das jetzt auf der anderen Seite auch noch mal kurz machen. Ah ja.
andere Plättchen noch, ne? Genau, dann haben wir die Beleuchtung dann schon auch soweit vorbereitet. Vorbereitet, genau. Also ist es doch so, wie ich am Anfang gesagt habe, digitale Technik macht die Welt um vieles leichter. Und das Schöne ist, man kann auch wirklich alte Sachen wieder zum Leben erwecken und man muss sie nicht auf den sogenannten Anlagenfriedhof stellen in irgendeiner Ecke, sondern die Loks können weiterlaufen. Was ja auch interessant ist für Anlagenbetreiber, die meinetwegen eine bestimmte Zeitepoche, ich meine nicht Bahnepoche, sondern Zeitepoche, die 50er, 60er Jahre Loks haben, die können also durchaus auch digital fahren und auch die Vorteile der digitalen Technik nutzen. Das ist ja interessant eigentlich. Ne? Also nichts wegschmeißen, aufheben, hierher gucken, notfalls mich oder Norbert fragen und wir kriegen das auch für Sie gebacken, liebe Zuhörer. Genau. Ne? So, jetzt sind wir soweit. Jetzt müssen wir hier noch, jetzt fangen wir an zu löten. So. Diese blaue Leitung ist der gemeinsame bei der alten Analoglok für die Beleuchtung. Da wir jetzt bei digital diese ja getrennt schalten wollen, die Beleuchtung, müssen wir bei dieser alten Leiterplatte hier einen kleinen kurzen Cut machen, dass die Leiterbahn oder dass wir dann die Möglichkeit haben, die Lämpchen jeweils separat anzusteuern. Also im Grunde um die Stromspannung zu unterbrechen. Die wird dann unterbrochen, die Spannung. Genau. Okay. So, jetzt wird geflötet. Dazu brauchen wir natürlich auch, um den Studiotisch zu schonen, liebe Zuschauer, und keine Flecken zu machen, sonst kriegen wir Ärger mit unserem Stefan, haben wir eine Lötunterlage. Oh, sehr schön. Ja. Ganz feine Sache. So, jetzt. So, gucken wir das erstmal alles hier rauf. Oh je, Flecken drauf gemacht auf dem Tisch. Lasse gut. Okay. So. So, als erstes werden wir jetzt erstmal einige Leitungen wieder ablöten. Jetzt die Leitvorführung. Natürlich aufpassen, dass wir dabei das Kunststoffgehäuse nicht beschädigen. Mhm. Teilweise macht sich bei den Sachen auch das ganz gut, wenn man eventuell eine Lokliege verwendet. Da kann man die nämlich auch schräg reinlegen. Dann kann man sie schräg reinlegen. Das ist aber ungünstig für unsere Zuschauer. Dann sehen die nämlich nicht, was wir machen. Dann können sie uns nicht mehr auf die Finger gucken. Und das wollen wir ja eigentlich jetzt auf der Stelle machen. So. Jetzt haben wir das alles ab. So, jetzt schrauben wir die erstmal wieder hier entsprechend erstmal wieder rein. Mhm. Abgelötet deswegen. Jetzt im Vorfeld gedacht, weil wir ja hier die Litze schon dann dran liegen haben, die wieder angelötet wird. Was suchst du? Eine Schraube? Die Schraube jetzt? Ach, da ist er. Genau. So. 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 So, jetzt haben wir hier einmal blau, gelb und weiß brauchen wir als erstes mal für die Beleuchtung. Okay, also werde ich das mal versuchen, hier ein bisschen wegzunehmen. Das machen wir mal kurz. Macht man mal so einen Knoten rein, ne? Ja, so. Also auch ganz wichtig für die Anfänger. So wie es Norbert macht, ein Knoten rein. Die Kabel sind dann nicht mehr ganz so im Wege. Und dann behalten wir auch die Übersicht dazu. So. Die Leitung erstmal hier unten jetzt wieder durch. So, und jetzt zweimal abgeschnitten und immer noch zu kurz. Oder wollen wir sie nicht abschneiden? Doch, die schneiden wir ab, die kürzen wir. Die kürzen wir. So, jetzt werden wir mal vorsichtshalber erstmal das Drehgestell mal mit reinsetzen, um zu sehen,
dass wir mit den Leitungen, die wir da jetzt einsetzen, nicht im Wege sind. Nicht im Wege sind. Okay. Passen die da durch oder? Das passt. Das passt. Das sieht gut aus. Also wir werden das jetzt dann entsprechend so legen. So, dann können wir mal schon mal einen Seitenschneider nehmen und mal grob den schon mal abkürzen. Drehgestell wieder raus. Drehgestell wieder raus. So, die blaue Leitung kommt jetzt dahin, wo die Schraube sitzt. Das ist also unser gemeinsamer. Das ganze Gehäuse ist unser gemeinsamer. Das heißt was? Das war jetzt der Plus jetzt in dem Fall. Okay. Das heißt, es vorsichtig abisolieren. Mhm. Ach da, Blödsinn. So. Ich verwende hier in dem Fall ein relativ dünnes Lötzinn mit 0,3 mm. Das macht sich bei den kleinen Sachen besonders gut. Man nimmt nicht zu viel Lötzinn beim Löten und es reicht hier dann auch entsprechend aus. Mhm. Muss man denn, früher hat man so mit Lötfett und Kolophonium und was weiß ich alles. Das braucht man bei den modernen Lötzinn, braucht man es nicht, weil da das Kolophonium schon mit in dem, oder Flussmittel schon mit drin genau. ist als Seele. Ja, ja. Da gibt es ja auch unterschiedliche Ansichten darüber, wie ich es mal gehört habe. Manche finden es gut, manche finden es nicht so gut. Aber insofern ist es ja schon mal gut, wenn man nicht mehr noch rumtunken muss und ich halte mal ein bisschen hier an der Puffer mit fest. So. So. Also der gemeinsame Plus ist schon mal dran. So, jetzt müssen wir noch mal kurz, ich brauche mal kurz das Gehäuse. Einmal. So, die vordere Birne ist in dem Fall jetzt rot und die hintere Birne ist das weiße Licht. Mhm. Wir müssen jetzt schauen, dass wir auch das entsprechend auch richtig anlöten. Okay. So, Licht war gelb, ne? Nee. Licht war gelb und weiß. Gelb und weiß, das heißt also. Also weiß ist für das vordere Licht. Und, das heißt, es kommt dann entsprechend hierhin. Das heißt, wir kürzen da die Leitung ein bisschen. So, und wenn jetzt die Lok andersrum fährt, ist das rote Licht geht automatisch. Das wird dann automatisch umgeschaltet durch die Digitaltechnik. Mhm. Früher haben das entsprechend diese beiden Dioden gemacht, diese Diodenplättchen, mhm. wenn man die Fahrspannung umgepult hatte. Ja. Und in dem Fall macht das jetzt der Decoder. Mhm. Ich halte es mal ein bisschen fest. Also, warte mal, da können wir da ran. So. So, jetzt kommt noch die hintere Beleuchtung. Ist also wie gesagt auch für uns ein bisschen eine Premiere, live vor der Kamera löten. Und da muss es auch passen, ne? Ja. Ja. So. Ich halt mal hier. Okay. So, da gehen wir da oben einfach rauf. So, und dann. Super. So. Also noch ein Tipp, ich habe hier jetzt eine einstellbare Lötstation, wo ich die Temperatur entsprechend dann einstellen kann und löte in dem Fall jetzt hier so zwischen 380 bis 390 Grad. So, dann können wir jetzt noch mal eine kleine, liebe Zuschauer, Premiere bei uns. Ich habe einen eigenen Zeigestock. So, also nochmal, was haben wir bis jetzt gemacht? Wir haben ein doppelseitiges Klebeband aufgebracht, wir haben den Decoder aufgebracht, wir haben die Litze angelötet nach der Norm, wie sie vorgeschrieben ist in den Farben und haben jetzt den gemeinsamen Plus für die Beleuchtung und haben gelb und weiße Litze
angelötet. Das sieht also so aus, das gemeinsame Plus. Und hier haben wir also die beiden Beleuchtungsstützen. Das gleiche müssen wir wahrscheinlich für die andere Seite machen. Die andere Seite muss das dann auch gemacht werden. Genau so ist es. Also, das wird also, machen wir jetzt ganz einfach mal. In der Zwischenzeit habe ich jetzt erstmal die komplette Verkabelung für die Beleuchtung jetzt angelötet. Das heißt, von dem vorderen Teil zum hinteren Teil die Leitung verlegt und entsprechend von der Adapterplatine entsprechend auch auf die Beleuchtung. Müssen wir aber nochmal dazu sagen, die Verbindung gelb-weiß von vorn nach hinten, also wurde an der Platine angelötet und die Masse ist gemeinsam. Und die Masse ist gemeinsam. So, jetzt können wir das letzte Drehgestell einsetzen. Das ist jetzt eine spannende Sache. So, Drehgestell ist drin. Und jetzt können wir entsprechend die Verkabelung schwarz und rot ist jetzt also die Stromabnahme vom Gleis. Die wird jetzt entsprechend an den Motorschild angelötet und entsprechend von der Adapterplatine. So, dass wir dann im Prinzip, dann sind wir fertig mit dem ganzen Umbau und können dann entsprechend den Decoder einstecken und die ersten Versuche dann machen. Das wird ja ganz spannend, ob das funktioniert. Ich bin wirklich gespannt. Ich auch. So, also, jetzt löten wir die Schwarz-Rot an. Oder Schwarz-Rot wird jetzt angelötet an das Motorschild. Und die anderen Kabel, was machen wir mit denen hier? Die kommen jetzt auch hier alle an das Motorschild ran. Die kommen jetzt alle an das Motorschild ran. Ja. Also erläutern wir, also welche Farbe mit welcher Farbe fängt, muss man jetzt zwingend also anfangen, wir, also mit es ist jetzt, Strom. Also wir fangen jetzt am besten mit Schwarz-Rot an, das ist also die Stromabnahme für den Motor. Sozusagen. Für den Motor. So, und die Reihe, die Richtung ist jetzt die Decoder Rot, ja, die Decoder Rot kommt jetzt an diese Stelle angelötet. Wir halten es mal ein bisschen höher. Mal sehen, ob man das hier so sehen kann. So. Wird jetzt hier an diesen Punkten angelötet, die rote Leitung. Die schwarze Leitung entsprechend auf die auf diese Seite. Dazu gibt es auch eine Grafik, die wir jetzt einblenden, liebe Zuschauer. Sie sehen das nochmal ganz deutlich. Das muss dann eingehalten werden. Die Grafiken kann man sich aber auch im Internet runterladen. Die habe ich zum Beispiel auch bloß aus dem Internet runtergeladen. Also da gibt es sehr viele Grafiken von vielen Leuten, die sowas schon mal umgebaut haben. Also das ist jetzt dabei. Sie sehen jetzt also die Punkte auf der Grafik, wo die Kabel dran müssen. Und in der Reihenfolge tun wir das jetzt. Nun haben wir die gesamte Lok entsprechend jetzt neu verkabelt. Entsprechend jetzt auch hier jetzt die Motoranschlüsse und auch die Stromabnahme von den Gleisen oder von den Rädern, von den Radsätzen. Wird dann entsprechend jetzt über die Adapterplatine, wird das entsprechend auf das Motorschild und man kommt von unten von den entsprechenden hier mit Schwarz und Rot für die Stromabnahme, kommt man entsprechend auch noch hier rauf. Der nächste Schritt wäre jetzt dann den Decoder einzusetzen und schauen, ob alles funktioniert. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Genau. Ja. Der Decoder. Da würde ich dich mal bitten, mal diesen da zu geben. Wir nehmen ein Sounddecoder. In dem Fall ist es noch die Sounddecoder Version 4, noch nicht die neue. Die 5er, die werden wir dann später nochmal verwenden. Aber in dem Fall verwenden wir jetzt hier einen 4er mit MTC-Schnittstelle. Wahnsinn. Wir packen das mal auf. So. So sieht's aus. So sieht's aus. Das heißt, wir nehmen entsprechend diesen Decoder. Dann gibt es hier noch eine Schallkapsel. Das sind die beiden Komponenten, die wir benötigen. Ich zeige es nochmal ins Bild. Decoder und Lautsprecher. Ist schon fertig vorgelötet, kann also nichts schief gehen. Und die Schallkapsel. Hier wird sie praktisch. Da wird der Lautsprecher nachher jetzt dann eingesetzt. Ja. So, dann probieren wir das mal. So, zeigen wir nochmal. Du hast jetzt hier eine
Ist das eine Plug 22? Nee, das ist eine MTC 21 in dem Fall. 21, okay. Weil das auch ein entsprechender Decoder ist. So, hier fehlt ein Stift. Entsprechend in dem Decoder ist also einmal die eine Bohrung sozusagen zugemacht, sodass also ein Verdrehschutz ist. Also man kann sie nur mit einer Richtung aufsetzen, kann also erstmal nichts passieren. So, und schon ist er drauf. Und schon ist er drauf. Dann werden wir jetzt noch hier den Lautsprecher. Aber auch hier der Hinweis, der Lautsprecher mit der Öffnung nach vorne, also nicht in die Schallkapsel rein, sondern in die Rückwand des Lautsprechers in die Schallkapsel rein. Ne? So. Dann können wir es nochmal kurz zeigen. So sieht es also aus. Wird also nur reingepresst und es sind ein paar Nasen, die halten das dann fest. Ne? Die halten das fest. Okay, und wo tun wir den jetzt hin? Den werden wir jetzt einfach, da wir hier wunderbar Platz haben, werden wir das jetzt drunter stecken? Hier drunter stecken. Da können wir auch noch mal ein bisschen doppelseitiges Klebeband nehmen, damit die Schallkapsel dann fixiert bleibt. Also man könnte jetzt hier unten, machen wir jetzt aber nicht an der Lok, wir zeigen es einfach nur. So, jetzt wäre sie fertig. Jetzt wäre sie fertig. Ich habe schon, bei dem Decoder habe ich schon im Vorhinein schon den Sound draufgespielt, weil bei den Versionen 4, also das zu bis zu 30, 45 Minuten dauern kann, bis er die Sounddateien raufgespielt hat. So, und das sehen wir jetzt auch im Bild, dass die Sounddateien aufgespielt werden mit folgenden Angaben. Der Rechner macht ja kurioserweise immer vorneweg, dass die Hardware-Version... Die Firmware. Er kontrolliert, ob eine aktuelle Firmware drauf ist auf dem Decoder. Wenn das nicht da ist, dann zeigt er das entsprechend an und sagt, dass die aktualisiert werden soll. So, die Frage ist, würde ich jetzt als Laie stellen, wie kommt der Sound hier drauf? Wie mache ich das? Dazu gibt es jetzt natürlich jetzt wieder verschiedene Komponenten von ESO. In dem Fall jetzt der sogenannte, das ist der Log-Programmer. Damit kann man jetzt also alle Komponenten, also den Sound draufspielen. Man kann auch sämtliche CV-Werte, die also der ESO-Decoder zur Verfügung stellt, über die entsprechende ESO-Software entsprechend alles einstellen, programmieren. So, das heißt also, ich benötige jetzt auch Software von ESO dazu. Ja, die kann man sich kostenlos auf der ESO-Homepage runterladen und dann entsprechend installieren und hat dann also... Die Software fragt auch generell im Internet nach, wenn man im Internet ist, ob es eine aktuellere Version gibt und lädt sie dann automatisch runter. Wenn man es bestätigt, lädt sie runter und aktualisiert auch dann entsprechend immer die Firmware, weil sich auch in der Firmware immer die aktuellen Firmware-Versionen der Decoder befindet, die er dann entsprechend dann auch updatet. So, die Verbindung ist auch relativ einfach mit dem Rechner, mit diesem Stecker. Das liegt alles bei der Verpackung bei ESO mit bei, das entsprechende RS-232 auf USB-Adapter. Genau. Es ist auch eine Treiber-CD dabei, das heißt, falls der Treiber für diesen Adapter jetzt nicht installiert ist, kann man sich dann entsprechend über die kleine Treiber-CD dann entsprechend den Treiber installieren. Also klug gelöst von ESO, wenn man ESO-Decoder verwendet, es wird alles mitgeliefert, da haben sie also auch mal nachgedacht bei ESO, dass man den Modellbahnfreunden das so leicht wie möglich macht. Und bei uns nun besonders schwierig ist eine alte Lok. Also wir werden sehen, ob es funktioniert. Genau. So, wie geht es jetzt weiter, lieber Norbert? Wir werden jetzt ein paar Gleise uns jetzt mal zusammenstecken. Haben wir auch schon vorbereitet. Das werden wir jetzt gleich sehen im Bild, liebe Zuschauer. So, ein paar Gleise vorbereitet. Wir verwenden hier, was haben wir hier, das Rocco Geoline Gleis. Ja. Kann man auch mit jedem anderen machen. Gleissystem ist da, also... Wir machen es nur wegen dem Kontrast, damit es also auch ein bisschen eisenbahnmäßig aussieht. So, dann wird das Ding angeschlossen. Wo, an was? Also wir haben jetzt die Möglichkeit, das entweder an die irgendeine Digitalzentrale jetzt anzuschließen. Es gibt auch die Möglichkeit, dieses an den ESO-Programmer anzuschließen, das Gleis. Da gibt es einen entsprechenden Track-Out-Ausgang, wo man dann entsprechend dann das Kabel jetzt anklemmen kann. So, wir haben wir haben ja auch verschiedene Decoder bzw. Digitalzentralen da. Wir arbeiten an der Stelle jetzt mit einem Lens.
Wir werden jetzt als Vorführung werden wir jetzt ein Lenssystem nehmen, eine LZ100 und eine LV100 mit einem entsprechenden Handregler LH100 von Lens. Ja, man kann es natürlich auch mit jedem anderen Digitalzentralen machen, ob ich jetzt eine Z21 habe oder wenn ich mit Pico. Man kann auch die ECOS-Zentrale nehmen oder also eine CIMO-Zentrale. Also alles, was DCC ist, kann man verwenden. Genau so ist es. Also es ist jetzt nicht irgendwo, dass Sie jetzt denken, eingeschränkt auf irgendwas, nur weil ich jetzt ESO nehme. Nein, man kann auch durchaus mit anderen Komponenten das Ganze dann weiter betreiben. Genau. So. Stecker noch dran und dann schauen wir, dann stellen wir die Lok schon mal aufs Gleis. Darf ich das machen? Das darfst du machen. Kommt die Probe, jetzt kommt der spannende Moment, Norbert, ob du alles richtig gemacht hast. Ja. So, wenn man es so nicht hinkriegt, kann man auch eine Eingleishilfe nehmen. Die Lok steht. Jetzt geht's los. Wir werden jetzt arbeitest jetzt mit der Software von ESO? Ja. Da gibt es auch so ein entsprechendes einen Führerstand, womit man jetzt erstmal die ganzen Funktionen dann auch testen kann. Wobei Führerstand ist übertrieben, sieht aus wie ein Taschenrechner, aber ja. Muss auch dazu gesagt, Sie sehen es auch gerade im Bild, liebe Zuschauer, wie das gerade bedient wird. Also, Heiligsblechle, der Sound ist da. Ja. Nun muss ich bloß noch fahren. Werden wir mal schauen. Jetzt fährt Norbert mal andersrum. Wir wollten aber nicht aus dem Bild fahren, liebe Zuschauer. Das ist jetzt so eine kleine Probe. Wir wollen ja eigentlich andersrum fahren. Genau. So, müssen wir sie noch mal starten oder das zu umdrehen? Okay, setzen wir sie andersrum drauf. So. Das ist aber bei digital ja auch... Normalerweise ist es egal, wie rum man sie raufsetzt. Ich wollte gerade sagen, es ist also nicht wie bei Analogfahren, ne? Dass wir dann die Polung ändern, sondern hier liegt ja immer Spannung an. Da liegt immer Spannung an. So, der Motor läuft wieder. Norbert gibt Gas. So. Und Sie sehen, unser Umbau und Norbert hat alles richtig gemacht. Alles andere hätte mich jetzt auch gewundert. Ups, jetzt wäre sonst gleich vom Tisch gefahren, liebe Zuschauer. Norbert, du musst die Bremse reinhauen. So, ja. Jetzt. Ich hole mal die Lok zurück, also der Beweis ist angetreten, sie fährt. Dass wir alles richtig gelötet haben. So, genau. Nun ist ja das Fahren und das ja nicht alles, sondern es ist ja ein Sounddecoder. Unter anderem drin, da muss ja eigentlich noch mehr Sachen können. Da sind bei diesen Sounddecodern sind Sprachansagen, die Pfeifen, Hupen, der Kompressor und so weiter mit drinne. Also machen wir mal ein paar Beispiele, was das ist die Hupe lang gewesen. Kurz. Kurz. Sehr verehrte Fahrgäste, bitte steigen Sie jetzt zu. Der Zug fährt in wenigen Minuten ab. Können Sie mal sehen, liebe Zuschauer, bei uns fährt der Zug ab, bei der Deutschen Bahn kann es passieren. Das ist jetzt der Kompressorgeräusch. Kompressor. Ne? Das war der Hauptschalter. Na, was haben wir denn noch so zur... Sehr verehrte Fahrgäste, bitte Vorsicht am Gleis 1. Ein Zug fährt durch. Das kann auch passieren. Also, wir haben ja, wie gesagt, jetzt ein paar Muster. Licht, kann man das Licht noch schalten? Also, dass wir auch sehen, dass wir das... Sehen Sie, das Licht ist also auch da. Und das kann man alles über diesen improvisierten Führerstand sozusagen schalten. Das ist die Funktionskontrolle auch für uns gewesen, liebe Zuschauer, dass wir alles richtig gemacht haben. Ja, und wenn wir das Revue passieren lassen, wie viele Stunden Arbeit schätzt du jetzt ein, braucht ein Ungeübter, der sich jetzt rantraut an diese Geschichte? Ich würde mal sagen, so ungefähr so eine Stunde, zwei Stunden. Sollte alles funktionieren. Dann sollte eigentlich alles funktionieren. Also auch für Laien zu schaffen, wenn sie sich an die Bedienungsanleitung halten, liebe Zuschauer, und auch die Kabel verwenden, so wie wir das vorhin nochmal gezeigt haben. Dass sie also verschiedene Litze haben, die dann auch entsprechend eingehalten wird, dann sollte alles so funktionieren, wie wir es gemacht haben. Wir haben also eine Uralt-Lok digitalisiert und noch mit Sound versehen. Und mit Sound. Dann danke ich erstmal. Gerne. Liebe Zuschauer, auch für Ihr Interesse. Sie haben gesehen, wenn Sie Fragen haben, die E-Mail-Adresse ist jetzt eingeblendet. Stellen Sie ruhig uns die Fragen. Ich leite sie dann weiter an Norbert und unseren Experten.
der in der Digitaltechnik sich perfekt auskennt. Bleiben Sie bitte fairerweise auch ein bisschen bei dem Thema, denn wir können nicht in die Glaskugel schauen. Ne? So ist das. Wird schwierig. Wird schwierig, ja. Wird schwierig, mit verschiedenen anderen Systemen das zu kombinieren. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Das war der Teil, die Welt ist digital, warum meine Modellbahn nicht.